Jesus, oh yeah, Jesus, oh yeah, Jesus, du bist wunderbar. Oh, Jesus, oh yeah, Jesus, oh yeah, Jesus, du bist wunderbar. Geht da auch ein bisschen mehr weiter? So sind wir nicht. Und deswegen erklären wir euch jetzt, was wir wirklich machen. Wir sind in Rastatt etwa 200 Minis, aufgeteilt in den vier Gemeinden St. Alexander, Heiligkreuz, Herz Jesu und 12 Apostel. Und davon sind 45 ausgebildete JugendleiterInnen, die sich regelmäßig gemeinsam mit dem Pfarrer und dem Kaplan treffen, um sich coole Aktionen für alle Minis auszudenken. Ihr habt uns vielleicht schon mal im Gottesdienst gesehen. Dort tragen wir zum Beispiel beim Evangelium die Leuchter. Oder klingeln zur Wandlung. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann machen wir auch Gabenbereitung. Das heißt, wir tragen Brot und Wein zum Altar oder wir sammeln die Kollekte ein. Wir machen aber auch zum Beispiel Weihrauch oder tragen das Kreuz und Standarten, also Fahnen in die Kirche. Also wir machen ganz schön viel im Gottesdienst. Aber muss ich dann jeden Sonntag so früh aufstehen und in die Kirche kommen? Nee, du kannst dir selber aussuchen, wann du ministrieren kommen möchtest. Dazu gibt es einen Ankreuzplan, da kannst du dir selber aussuchen, wann du kommen möchtest oder die Minis treffen sich zum Einteilen. Wir ministrieren aber nicht nur, sondern wir haben auch andere coole Aktionen, zum Beispiel die Gruppenstunden, in denen ihr bastelt oder Spiele spielt. Die sind allerdings momentan auch nur online. Ein absolutes Highlight jedes Jahr sind immer unsere Sommerfreizeiten. 2019 zum Beispiel waren wir eine Woche in Hogwarts unterwegs und haben Harry Potter besucht. Wir haben Quidditch gespielt und haben gemeinsam oder gegeneinander vielmehr um den Hauspokal gekämpft. Wir gehen auch immer einmal im Jahr auf einen Jahresausflug, wo wir einen Tag lang irgendeine Stadt erkunden gemeinsam oder auch zum Beispiel in den Zoo gehen. Die absoluten Highlights, die alle paar Jahre stattfinden, sind zum Beispiel auch die 72-Stunden-Aktion, bei denen wir 72 Stunden Zeit haben, um ein soziales Projekt gemeinsam umzusetzen. Oder auch die große Wallfahrt nach Rom, bei der man ganz, ganz viele Minis aus der ganzen Welt kennenlernt. Ich bin Ministrantin, weil die Gemeinschaft einfach toll ist und die Messe viel mehr Spaß macht. Hallo, ich heiße Annabelle und bin Ministrantin 12 Apostel. Ich ministriere sehr gerne, weil ich es mag, den Gottesdienst mitzugestalten. Auch unsere Gemeinschaft ist sehr toll. Hallo, mein Name ist Elisa und ich bin bei den Ministranten, weil es einfach total schön ist, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören und weil wir auch extrem coole Ausflüge machen. Hallo, ich bin Stefan und seit 14 Jahren Ministranten Herz Jesu und ich bin damals Ministrant geworden, einmal wegen der Freunde und dann noch wegen des Gruppengefühls, weil einfach so viele Leute dort waren, mit denen man was machen konnte und war so eine Gemeinschaft und dann wollte ich auch Teil des Ganzen werden. Und Ministrant geblieben bin ich, einfach um Gott nah zu sein. Also in dieser Gemeinschaft hat man noch erlebt, da ist Gott und da bin ich ihm nah und das fand ich toll. Bei den Minis kannst du jede Menge neue Leute kennenlernen und dabei entstehen auch immer richtig tolle Freundschaften. Ich kann sagen, dass ich bei den Minis ganz, ganz viele neue Freunde gefunden habe. Und das sind auch wirklich wertvolle Freundschaften. Jeder von uns ist mit seinen oder mit ihren Stärken bei uns in der Gemeinschaft. So ist die eine vielleicht super Teamplayerin und der andere ist super kreativ. Und genau deswegen haben wir auch einen Platz für dich. Wenn du nun Lust hast, bei den Minis dabei zu sein, dann kannst du dich bis zum 11.07. bei unserem Pfarrer Ralf Dickerhoff anmelden. Hier ist die Mailadresse. Und ihr könnt auch gerne nur schnuppern, wenn ihr wollt, und euch dann später genauer entscheiden.